Für Minsosi Kasaira fällt die Ernte aus. Elefanten haben ihr Feld zertrampelt und den ganzen Mais gefressen. Immer wieder leiden die Dorfbewohner im Norden von Botswana unter den Dickhäutern aus dem nahen Chobe-Nationalpark. Seit 2014 sei es schlimmer geworden, sagt Minsosi Kasaira. Denn seitdem ist in Botswana die Jagd verboten. Früher konnte ich meine Ernte zur Jagdsaison einbringen, denn die Elefanten wurden getötet. Aber dieses Jahr wegen des Jagdverbotes habe ich gar nichts zu ernten. Ich bin so gestresst, ich weiß nicht, wie meine Kinder und ich überleben sollen. Das Einkommen meines Mannes reicht nicht. Bis Ende 2013 bekamen die Dorfgemeinschaften Quoten von Tieren zugeteilt. Elefanten und Büffel, die auf ihrem Gebiet abgeschossen werden durften. Die Dörfer verkauften Jagdlizenzen an Safari-Anbieter und kassierten dafür Zehntausende Dollar. Tourismus, etwa Fototourismus, ist die offensichtliche Alternative. Aber sie funktioniert vielerorts nicht so recht. Entweder weil es eine relativ geringe Dichte von Tieren in einem großen Gebiet gibt oder wegen Krankheiten, wegen einer schwachen Infrastruktur und dergleichen. Jagd ist dagegen eine Möglichkeit für alle Regierungen und viele nutzen sie recht erfolgreich, so wie auch Botswana jahrelang. In Botswana leben weit mehr als 100.000 Elefanten. Das ist mehr als ein Viertel der Population des gesamten afrikanischen Kontinents. Durch die international umstrittenen Jagdlizenzen brachten die Tiere den Menschen hier wichtiges Einkommen. Nun sehen viele sie nur noch als riesige Schädlinge an. Und Artenschützer fürchten, dass es zunehmend wilde Abschüsse geben wird.